einer der Top 5 Irrtümer aus dem Jahr 2017 war auf autoirrtum.de. Was ist eigentlich die Auto-Hold-Funktion, die es beim Volkswagen-Konzern bzw. bei vielen Modellen da, aber auch bei anderen Herstellern gibt? Die Auto-Hold-Funktion hat vor allem den Vorteil, dass ich bei Automatikfahrzeugen, wenn ich denn an der Ampel stehe, nicht in P schalten muss, sondern in D bleiben kann. Die Auto-Hold-Funktion aktiviere ich zumindest bei Volkswagen hier immer mit einem separaten Knopf. Das heißt, ich drücke einmal und dann ist eben die Auto-Hold-Funktion aktiviert. Wenn ich dann zum Beispiel an einer Ampel fahre, im Stop-and-Go-Verkehr fahre und so weiter oder zum Beispiel ganz klassisch wie damals an einem Bahnübergang stehe, kann ich einfach auf die Ampel zufahren, stehen bleiben, bleib kurz mit dem Fuß auf der Bremse, dann wird mir hier das grüne P-Symbol angezeigt, das heißt ein ähnliches Symbol wie die Handbremse, und ich kann aber den Fuß von der Bremse nehmen, während ich im D bin, also im Drive-Mode. Und sobald dann zum Beispiel die Ampel auf grün schaltet und ich weiterfahren möchte, muss ich eben nur das Gaspedal antippen und mein Fahrzeug rollt dann wieder los. Ich muss die Auto-Hold-Bremse, so wie sie eben, wie der Name schon sagt, eben nicht manuell lösen im Gegensatz zur normalen Handbremse. Im Gegensatz zu der Handbremse greift hier, wie gesagt, die Betriebsbremse und es wird genau der Bremsdruck gespeichert, den ich eben habe, wenn ich aufs Pedal gehe. Das heißt, wenn ich das Bremspedal leicht antippe und dann runtergehe, habe ich nur einen geringen Bremsdruck, vielleicht nur 10-20% von der maximalen Bremskraft. Wenn aber jetzt die Steigung, an der ich stehe, plötzlich steiler wird, meinetwegen zum Beispiel in irgendeiner Art von Abschleppdienst, dann würde auch der Bremsdruck automatisch so stark verstärkt werden, dass ich nicht zurückrolle. Auch bei der Auto-Hold-Funktion, zumindest bei den Volkswagen, Seat, Skoda und Audi-Modellen immer dabei ist, eine Sicherung, dass wenn ich jetzt hier im D-Modus bin, ich habe aber vergessen, dass ich noch im D bin und der Motor läuft noch, sobald ich die Tür öffne, bekomme ich hier eine Warnmeldung und das grüne Symbol wird auch rot. Das heißt, es wird dann automatisch die Handbremse gezogen und das ist dann auch am typischen Handbremsmotor, also an diesem Zugseil zu hören, was festgezogen wird. Und das haben wir normalerweise bei der Auto-Hold-Funktion nicht. Die Auto-Hold-Funktion macht also vor allem dann Sinn, wenn ich ein Automatikgetriebe habe, damit ich eben nicht jedes Mal den manuellen Warnhebel hier vor in P schieben muss. Aber bei vielen Modellen von Volkswagen oder natürlich auch Skoda, Seat, Audi ist die Auto-Hold-Funktion auch schon bei manuellen Getrieben dabei, da ist es nichts anderes. Ich kann dann eben quasi auskuppeln an der Ampel, an der Steigung, tippe die Bremse einmal an und dann wird die Auto-Hold-Funktion aktiviert. Natürlich immer auch sinnvoll als Berganfahrassistent.